steht uns eine ganze YT-1300-Ladung an neuen Star-Wars-Spielen ins Haus. Denn nachdem jahrelang der Publisher Electronic Arts die Exklusivrechte für Star-Wars-Spiele hatte, vergeben Disney und Lucasfilm Games die Lizenz jetzt deutlich spendabler. Gleich 10 neue Star-Wars-Spiele quer durch alle Genres sollen nämlich in den nächsten Monaten und Jahren erscheinen. Ich bin Michi, hab mal Luke Skywalker beim Lichtschwertkampf besiegt und in diesem Video will ich euch, chronologisch nach Erscheinungsdatum sortiert, alles, was man jetzt schon über diese Spiele weiß, zusammenfassen. Dieses Video wird präsentiert von TikTok. Noch im Juni gibt's die Rückkehr eines Rollenspiel-Klassikers, denn für die Nintendo Switch kommt vom porterfahrenen Studio Aspyr Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Darin übernehmt ihr 5 Jahre nach der Handlung von Teil 1 die Rolle der oder des Verbannten, einem verstoßenen Jedi, und nehmt mit einer zusammengewürfelten Crew an Bord der Ebon Hawk den Kampf gegen die Sith wieder auf. Die Switch-Version bietet höhere Auflösungen und bessere Performance als das Original von 2004, ist ansonsten aber inhaltsgleich. Zumindest zum Release, denn zu einem späteren Zeitpunkt will Aspyr noch die Inhalte nachliefern, die der ursprüngliche Entwickler Obsidian damals zum Release aus Zeitgründen aus dem Spiel schmeißen musste. Auf dem PC gibt's diese verlorenen Dialoge, Quests und Features bereits seit einiger Zeit als sogenannte Restoration Mod. Die Switch-Version bekommt diese dagegen gratis als offiziellen DLC. Eigentlich sollte es schon 2021 rauskommen, nach einer Verschiebung erscheint Star Wars Hunters, jetzt aber 2022, und zwar für Mobile und Nintendo Switch. Das Actionspiel von Zynga und Natural Motion setzt dabei auf teambasierte Arena-Kämpfe. Hunters spielt nach Episode 6 und dem Untergang des Galaktischen Imperiums und hetzt auf dem Planeten Vespara 11 verschiedene Hunter aufeinander. Ihr könnt zwischen Figuren wie der Sith-Kriegerin Reeve, dem Wookiee Gross oder dem Jedi-Druiden J3DI wählen und tretet dann im Viererteam in verschiedenen Modi wie Huttenball, Kontrolle oder Eskorte gegen eine feindliche Gruppe an. Alle Charaktere haben zwar komplett unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen, werden aber den drei Klassen Schaden, Unterstützung und Tank zugeordnet. Hunters soll Crossplay zwischen Switch, iOS und Android unterstützen und setzt auf das Free-to-Play-Modell. Ihr müsst das Spiel also nicht kaufen, es gibt aber Mikrotransaktionen und eine Premium-Währung, mit der ihr neue Waffenskins und Siegesposen kaufen könnt. Erst 2023 soll dann die Geschichte von Cal Kestis weitergehen, denn der Jung-Jedi aus Respawn's Jedi Fallen Order ist auch 5 Jahre später in Jedi Survivor noch auf der Flucht vor der imperialen Inquisition. Wieder mit von der Partie ist sein treuer Druidenkumpel BD-1, von der restlichen Crew seines Schiffs, der Stinger Mantis, fehlt im ersten Teaser-Trailer aber noch jede Spur. Jedi Survivor soll laut Game Director Stig Asmussen nochmal deutlich düsterer als Fallen Order werden und Cal im Verlauf der Handlung zu Allianzen mit Verbündeten zwingen, die er unter anderen Umständen nie eingehen würde. Weil Jedi Survivor zeitlich in der gleichen Epoche wie die Disney Plus Serien Obi-Wan Kenobi und Andor spielt, halten sich derzeit hartnäckig Gerüchte, dass es zu einem Crossover zwischen Figuren aus Spiel und Serie kommen könnte. Für Jedi Survivor verspricht Respawn dynamischere Lichtschwertkämpfe und neue Fähigkeiten, die ihr mit Cal erlernen müsst, um siegreich zu sein. Ein genaues Release-Datum gibt's bisher nicht, Survivor soll jedoch nur für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheinen, PS4 und Xbox One gehen leer aus. Peace is a lie. That is what the Sith believe. Nochmal Knights of the Old Republic und nochmal Aspyr, diesmal geht's aber um das große Next-Gen-Remake des ersten Serienteils. Denn das soll auf PC und Konsolen exklusiv vorerst nur für PS5 erscheinen, Gerüchten zufolge schon 2023. Abgesehen von einem kurzen Teaser mit Sith Lord Darth Revan gibt's daraus bisher nichts zu sehen, Aspyr und Lucasfilm Games zufolge wird diese Neuauflage aber nicht nur ein simples Remaster des Rollenspiels von 2003, sondern eine zeitgemäße Neuentwicklung.
Im Original konntet ihr eure eigene machtbegabte Heldin oder euren Helden erstellen und dann im Verlauf des Abenteuers entweder auf den Pfaden der rechtschaffenden Jedi oder der düsteren Sith wandeln. Neben unzähligen Dialogen mit moralischen Entscheidungen habt ihr dabei auch taktische Kämpfe mit eurer dreiköpfigen Party ausgefochten und mit dem Raumschiff Ebon Hawk verschiedene Planeten zur Zeit der Alten Republik besucht. Zusammen mit Aspyr arbeitet übrigens auch das Schwesterstudio Saber Interactive am KOTOR Remake mit, da das Projekt offenbar doch zu umfangreich für ein Studio alleine ist. Neben Jedi Survivor hat das Studio Respawn noch zwei weitere Star Wars Eisen im Feuer. Eines davon ist ein zusammen mit dem neu gegründeten Entwickler BitReactor entstehendes Star Wars Strategiespiel. Konkrete Details dazu gibt's noch nicht, hinter BitReactor stecken aber mehrere Veteranen der gefeierten XCOM-Serie. Und die kündigen zur Firmengründung an, mit ihrem Studio das zu Unrecht vernachlässigte Genre der Rundentaktik wieder aufleben zu lassen. Gut möglich also, dass hier ein Star Wars Spiel mit taktischen Rundenkämpfen entsteht. Oder aber das Team arbeitet in einem klassischen Echtzeitstrategiespiel. Davon gab es mit zuletzt Star Wars Commander oder Empire at War, Force Commander und Rebellion im Laufe der Zeit ja schon so einige Versuche. Gerade Empire at War von 2006 wird noch heute mit Mods am Leben gehalten. Dazu haben wir sogar ein eigenes Video für euch gemacht. Aufgrund der spärlichen Infos rechnen wir aber nicht vor 2023/24 mit dem noch namenlosen Star Wars Strategiespiel. Einen Namen hat auch das kommende Star Wars Action Adventure von Skydance New Media noch nicht, dafür aber eine weltbekannte Chefentwicklerin. Denn Amy Hennig hatte sich seinerzeit schon die Uncharted-Spiele ausgedacht und arbeitet jetzt mit ihrem neuen Team an einem neuen Abenteuer, das vielleicht so ähnlich aussehen könnte wie das eingestellte Star Wars 1313. Obwohl Skydance New Media erst 2019 gegründet wurde, arbeiten dort Dutzende erfahrene Talente, die seit vielen Jahren AAA-Blockbuster für andere Studios entwickelt haben. Weitere Infos zum Spielinhalt und der Story fehlen derzeit noch. Es ist also noch nicht einmal bekannt, in welcher Epoche des Star Wars-Kanons das Action-Adventure stattfinden wird und wen ihr darin spielen werdet. Hennig hatte bei ihrem letzten Arbeitgeber EA bereits an einem anderen Star Wars Action-Adventure gearbeitet, in dem ihr im Uncharted-Stil mit dem Weltraumschmuggler Dodger irre Abenteuer erleben solltet. Dazu ist es aber nie gekommen, denn Project Ragtag, so der Arbeitstitel, wurde während der Entwicklung eingestampft. Aber vielleicht überlebt davon ja etwas für das neue Projekt. Vor 2024 erwarten wir dazu aber nichts. Neben Jedi Survivor und dem Strategiespiel entsteht bei Respawn außerdem noch ein drittes Star Wars Projekt, ein Ego-Shooter. Auch der hat noch keinen Namen, wird aber von einem Team unter dem erfahrenen Star Wars Spieleproducer Peter Hirschman entwickelt. Hirschman hat in den letzten zwei Jahrzehnten an mehreren Star Wars Spielen gearbeitet, darunter auch die ursprünglichen zwei Star Wars Battlefronts und The Force Unleashed. Und auch Shooter-Vorbilder gibt's bei den Star Wars Spielen reichlich. Neben den Multiplayer-Schlachten von Battlefront, Solo-Abenteuern wie Dark Forces oder Jedi Knight oder taktischer Action wie Republic Commando könnte der neue Shooter auch so ähnlich werden wie die Story-Kampagne vom neuen Battlefront 2. Hinweise zu Setting und Story gibt's bislang so gut wie keine. Hirschman beschreibt das Projekt aber als eine Geschichte, die er schon immer erzählen wollte. Vor 2024/25 werden wir sie aber vermutlich nicht zu hören bekommen. Anfang 2021 war es ein großer Paukenschlag. Denn nach Jahren der EA-Exklusivität kommt ausgerechnet vom großen Konkurrenten Ubisoft ein neues Star Wars-Spiel. Das soll Ubisoft typisch auf eine Open World setzen und vom Division-Studio Ubisoft Massive entwickelt werden. Genau wie die Loot-Shooter soll übrigens auch das neue Star Wars-Projekt auf der Snowdrop-Engine basieren. Doch dann Schweigen. Denn mehr Infos gibt's bis heute nicht. Insider zeichnen aber ein düsteres Bild von den Entwicklungsarbeiten. Angeblich käme man nicht so recht voran, zudem sind Teile von Ubisoft Massive auch mit dem Open-World-Brocken Avatar Frontiers of Pandora beschäftigt. Vor 2025 wird's also wohl nichts mit dem Star Wars-Spiel. Zu Szenario und Gameplay gibt's dazu kaum Infos. Ich habe mir in einem eigenen Video aber schon mal zusammengesponnen, warum ein The Mandalorian-Spiel total gut funktionieren würde. Mit einem bildgewaltigen Render-Trailer hat das Team von Quantic Dream Ende 2021 das Action-Adventure Star Wars Eclipse angekündigt. Das spielt in der neuen Epoche der High Republic und soll den Geschichten von gleich mehreren Charakteren folgen.
Klingt also erstmal wie das, wofür das Studio hinter Heavy Rain, Beyond und Detroit bekannt ist. Dem minutenlangen Video nach soll das Ganze außerdem ein Star Wars rundum sorglos Paket werden, in dem es wohl alles gibt. Lichtschwertduelle, Raumkämpfe, belebte Stadtplaneten, atmosphärische Einöden, Droiden und vieles, vieles mehr. Bis dieses Render-Video aber spielbare Realität wird, dauert's wohl noch eine ganze Weile. Denn selbst auf der offiziellen Website heißt es, das Projekt befände sich in der frühen Entwicklung. Insider zeichnen aber ein weniger freudiges Bild. So täte sich Quantic Dream nach diversen Skandalen der vergangenen Jahre schwer, qualifiziertes Personal zu finden. Etwa 70 Stellen, darunter auch für Schlüsselpositionen, seien derzeit noch offen. Unserer Prognose nach findet die Quantic Dream Star Wars Sonnenfinsternis erst 2027 statt. Das letzte Spiel auf unserer Liste ist aber sogar noch weiter entfernt oder viel näher dran als gedacht. Denn von Regisseurin Patty Jenkins soll in den nächsten Jahren die Verfilmung von Rogue Squadron in die Kinos kommen. Und was wäre da naheliegender als eine Portierung der alten Rogue Squadron Spiele für moderne Plattformen? Das hat auch ein Fan die Port-Spezialisten von Aspyr gefragt, die daraufhin meinten, dass sie Star Wars lieben und liebend gerne Star Wars Spiele einem neuen Publikum zugänglich machen wollen, wenn sich nur genug Leute dafür interessieren. Die Sache wäre jetzt nicht weiter erwähnenswert, immerhin wünschen sich Fans jeden Tag irgendwelche Remakes oder Ports alter Klassiker. Im Falle von Rogue Squadron schaltet sich hier aber auch der ehemalige Chefentwickler Julian Egebrecht von Factor 5 in die Diskussion ein und schlägt Aspyr vor, doch bitte die bereits für Wii fertiggestellte, aber nie veröffentlichte Sammlung Rogue Leaders als Basis dafür zu nehmen. Immerhin würden in diesem Best-of ohnehin alle Missionen und Spielmodi der Klassiker für N64 und GameCube zusammengefasst sein. Noch gibt's dafür keine weiteren Infos, aber vielleicht müsst ihr euch das Spiel dann etwas lauter von Aspyr wünschen. Fände ich auch super. Und wenn's nur dafür wäre, dass Fritz nicht alle 5 Minuten wieder in Tränen ausbricht, weil's diese Wii-Version nie offiziell gegeben hat. Think again. Das war soweit unsere Übersicht über die Star Wars Spiele der nächsten Jahre. Aber so umtriebig wie Lucasfilm Games aktuell ist, wird's bestimmt nicht bei diesen 10 Projekten bleiben. Und welches davon freut ihr euch am meisten? Schreibt mir das doch gerne und guckt unser Video zu den 10 besten Star Wars Spielen aller Zeiten oder das hier. Bis zum nächsten Mal. Weiterspielen. They must be stopped.